Herzlich willkommen. Dieses Video beschäftigt sich mit einem Bauvorschlag für eine aktive Antenne für das DCF-77-Frequenznormal der Firma Schwille. Dieses Projekt entstand eigentlich aus der Not heraus. Ich konnte ein Frequenznormal erhalten, jedoch ohne Antenne. Eine längere Recherche im Internet ergab eigentlich nichts, außer dass das Frequenznormal wohl eine aktive Antenne haben muss, worauf auch schon die 6 Volt Gleichspannung an der Antennenbuchse hinweisen, hinten am Gerät. Ein Zeitnormal oder Frequenznormal hier stellt prinzipiell eine hochgenaue Referenzfrequenz zur Verfügung, um zum Beispiel andere Geräte kalibrieren zu können. Hier wird diese genaue Frequenz aus dem Träger des DCF-77 Zeitzeichensenders Mainflingen gewonnen. Ja, kennen wir alle von unseren Funkuhren her. Die Funkuhren werten prinzipiell die aufmodulierten Zeitzeichen aus. Uns hier beim Frequenznormal interessiert eigentlich die Trägerfrequenz von 77,5 kHz. Die wird hochstabil gehalten, eben über Atomuhren, und haben diese entsprechende Genauigkeit, die man aus einschlägigen Veröffentlichungen kennt. Wie gesagt, es werden nicht die Zeitzeichen ausgewertet, sondern die Trägerfrequenz. Ja, über verschiedene Aufbereitungsstufen, eine PLL, ein Phase-Lock Loop, und werden die entsprechenden Referenzfrequenzen erzeugt. Hier ist es mal angeschlossen an einen sehr genauen Frequenzzähler, der auch kalibriert ist, und hier sehen wir schon 1 Megahertz. Wie gesagt, die Antenne hat gefehlt, und schauen wir uns mal an, wie man die realisieren könnte. Prinzipiell war die erste Handlung, sich einmal eine günstige DCF-77 Antenne zu besorgen. Es ging prinzipiell um den Ferritstab oder die Spule, die darin enthalten ist. Hier aus dem eBay von der Firma Meinberg für ein paar Euro erstanden. Und die kann man so nicht benutzen, weil in dieser Elektronik, die eingebaut ist, die Zeitzeichen ausgewertet sind und eben nicht der Träger. Also Elektronik wegschmeißen, Spule benutzen, die ist immer etwas schwierig herzustellen, und eine eigene Schaltung mit wenigen Bauteilen drumherum bauen. Das war eigentlich das Ziel. Wenn wir mal reingucken, sehen wir hier schon die Schaltung. Ja. Die Spule oder der Ferritkern der Meinberg-Antenne wurde benutzt, ebenso wie hier der Trimkondensator, und die restlichen Bauteile basieren auf einer eigenen erdachten Schaltung. Gut, mit was fängt man an? Ja, prinzipiell, wenn wir uns mal die Schaltung anschauen, sehen wir erstmal eine ganz normale Feldeffekt-Transistor-Source-Schaltung. Die eignet sich relativ gut aufgrund des hohen Eingangswiderstandes, werden die Feldeffekt-Transistoren sehr gern benutzt. Also hier in Grundschaltung, noch nicht so, wie sie in der Antenne eingebaut ist, sondern wie gesagt, erstmal in Grundschaltung. Wir sehen vorne den sogenannten Ableitwiderstand für das Gate. Wir sehen den Drain-Widerstand, den sogenannten Arbeitswiderstand, den Feldeffekt-Transistor selber, den Source-Widerstand, der dazu dient, die negative Gate-Vorspannung zu erzeugen, sowie hier einen Kondensator, der die Stromgegenkopplung für die Wechselspannungssignale aufhebt, und natürlich eine Auskopplung, dass wir die Gleichspannung des Arbeitspunktes fernhalten von der nachfolgenden Stufe, plus Versorgungsspannung. Okay, das war die Ausgangsschaltung. Jetzt musste man sich überlegen, wie kriegt man diese Schaltung angepasst auf das Frequenznormal. Und das möchte ich mal zeigen. Wir sehen hier schon die komplette Schaltung. Alles, was rot ist, befindet sich innerhalb der Antenne. Wir sehen die Zuleitung zur Antennenbuchse des Frequenznormal, und eine mehr oder weniger frei erdachte Innenschaltung des Frequenznormals, in Anführungszeichen eher eine sehr vereinfachte Schaltung. Fangen wir mal vorne an. Wir sehen einen Schwingkreis, der die Antenne darstellt. Und zwar sendet der Zeitzeichensender aus 77,5 kHz. Das ist Langwelle, und da eignet sich ein ganz normaler Parallelschwingkreis sehr gut, um diese Frequenz auszuselektieren. Und natürlich auf die Resonanzfrequenz kommen. Eine Messung ergab, dass die Meinberg-Ferritspule ca. 3,5 mHz hatte, und die Resonanzfrequenz für einen
Parallelschwingkreis berechnet sich eben aus der altbekannten Formel F, Resonanzfrequenz, ist 1 durch 2 mal Pi mal Wurzel L mal C, jetzt hier mal ohne Formeleditor dargestellt, aber in jedem Tabellenbuch zu finden. Die Eigenheit des Parallelschwingkreises bei Resonanz ist, dass er da seinen höchsten Widerstand hat und die höchste Spannung im Abfeld, also dass die 77,5 kHz Trägerfrequenz aus der Luft hier selektiert werden oder über diesem Parallelschwingkreis im Resonanzfall abfallen. Wenn wir die Formel jetzt ein bisschen umstellen, nach C, weil wir haben ja eigentlich alle Variablen, die einzigste Unbekannte ist die C, was zur IP ist, wissen wir, die Frequenz kennen wir, die 77,5 kHz und die Spule wurde ausgemessen mit 3,5 mA, müssen wir uns eigentlich nur den Parallelkondensator errechnen und das ergibt eben, nach Eintippen im Taschenrechner, 1,2 Nanofarad. Natürlich sind ein paar Ungenauigkeiten drin, Toleranzen. Ich habe mal einen 1-Nanofarad-Kondensator genommen. Auch diese Messung hier ist verlustbehaftet oder fehlerbehaftet. Sowie die Toleranzen bei Kondensatoren sind allgemein sehr hoch. Und habe ich mit einem Nanofarad angefangen auszuprobieren. Das hat auch sehr gut funktioniert. Parallel der Trim-Kondensator, an dem man die Kapazität dann sukzessive durch Drehen erhöhen kann. Wir sehen die Source-Schaltung, wieder mit dem altbekannten Feldeffekttransistor BF245. Wir sehen hier den Source-Widerstand, der uns die negative Gate-Spannung erzeugt. Berechnet sich im Endeffekt aus dem Drain-Strom im Arbeitspunkt und sind hier so 220 Ohm auch den Kondensator, um für Wechselspannung die Stromgegenkopplung aufzuheben. Was jetzt hier fehlt, ist der sogenannte Drain-Widerstand, der sogenannte Arbeitswiderstand. Und der befindet sich jetzt innerhalb des Frequenznormals und wird dargestellt durch den Innenwiderstand des Frequenznormals mit einer Versorgungsspannung von 6 Volt, die man hinten noch messen kann. Ausgekoppelt, ganz normal, über einen Kondensator. Wie groß der ist, keine Ahnung, wurde hier mal mit 100 Nanofarad angenommen. Wichtig ist, dass die Gleichspannung des Arbeitspunktes hier ferngehalten wird von der inneren Auswerteelektronik auf bereite Elektronik des Frequenznormals. Und das ist das eigentliche Geheimnis. Wir sehen im Endeffekt eine Source-Schaltung im Parallelschwingkreis, aber der Arbeitswiderstand ist der Innenwiderstand des Frequenznormals. Tja, und das lässt sich, wie gesagt, aus ein paar Bauteilen aufbauen und das war das, was wir schon gesehen haben in dem Bild der geöffneten Meinberg-Antenne mit der eigenen Schaltung. Nochmal schauen, wir sehen hier 3,5 mH Ferritspule, ein Nanofarad-Kondensator, den BF245, 220 Ohm Source-Widerstand und den Trim-Kondensator, um die Antenne letztendlich abzustimmen. Okay, wollen wir mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Ich habe ein kleines Video gedreht, das spiele ich jetzt einfach mal ein und gibt noch ein paar Erklärungen dazu. Hier sehen wir das Frequenznormal. Ich halte mal an. Wieder an einem Frequenzzähler mit einem Megahertz. Jetzt hier mal nur bis zur sechsten Dezimalstelle aufbereitet. Das bedeutet, in dem Fall eine Anzeigegenauigkeit von 1 ppm. Wir haben 1 MHz, 1,0 mal 10 hoch 6 und die letzte Stelle ist 1 Hz genau. ppm heißt Parts per Million und da befinden wir uns schon so gut wie an der eigentlichen Anzeigegenauigkeit dieses Frequenzzählers. Hat 0 plus minus 0,5 mal 10 hoch minus 7, der ist kalibriert, was eben plus minus 0,5 ppm entspricht, deswegen die Stelle würde etwas zappeln, wurde abgeschnitten. Hier oben sehen wir das Frequenznormal und ich lasse die ganze Schaltung nochmal laufen. Jetzt sehen wir gleich was sehr Interessantes. Wenn wir drauf zuzoomen, hier oben, sehen wir schon ein bisschen, das wird gleich größer, dass die Feldstärkeanzeige gut ausschlägt, aber etwas zappelt und zwar im Sekundentakt. Und das sind eben die aufmodulierten, amplitudenmodulierten Zeitzeichen für die Funkuhren, aber wir werten hier ja eben die Trägerfrequenz aus. Und nochmal anhalten. Ich denke, ein schönes Beispiel. Und wenn man so eine Antenne braucht oder ähnliche Anwendungen hat, dem sei dieses Video gewidmet. Oder auch einfach nur
für die Grundlagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.